Die Oper ist ein Kraftwerk der Gefühle, hat der berühmte Filmemacher und Fernsehproduzent Alexander Kluge einmal gesagt. Und jeder, der schon einmal in einer Oper war, weiß, mit welcher stimmlichen Gewalt und mit welchem künstlerischen Geschick die Darsteller es immer wieder schaffen, das Publikum zu faszinieren und mitzureißen. Und einer, der sich mit Oper richtig gut auskennt, ist der Opernsänger Milan Siljanov, den wir heute zum Interview eingeladen haben. Lieber Milan, vielen Dank, dass du heute die Zeit hast, hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Die erste Frage liegt ja irgendwie auch auf der Hand bei so einem ungewöhnlichen Beruf wie dem des Opernsängers. Aus welchen Gründen und wann hast du dich eigentlich entschieden, Opernsänger zu werden? Na, das war bei mir so ein bisschen schleichend. Also ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe gesagt, ich möchte Opernsänger werden. Aber ich wusste halt von klein auf, dass ich was mit Musik machen wollte. Und so kam es auch, dass ich eigentlich zuerst Klavier studiert habe. Und ich habe dann später in den Studienjahren meine Frau kennengelernt, die dann meinte, warum spielst du Klavier, das passt dir überhaupt nicht. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, deine Stimme ist besser. Und dann habe ich natürlich auf Stimme gewechselt und bemerkt, dass mein Talent in der Stimme liegt und nicht im Klavierspiel. Und so habe ich dann so sukzessive mein Talent und meine Passion für die Oper gefunden. Das hast du jetzt gerade auch schon angedeutet, wie du zum Opernsingen kamst. Wie genau sieht denn dann eigentlich die Ausbildung eines Opernsängers aus? Also wie verläuft die? Also die kann natürlich unterschiedlich verlaufen, aber bei mir war das so, dass ich quasi 3 Jahre Bachelor studiert habe. Das ist einfach so eine Grundausbildung. Danach kann man eigentlich nicht viel damit anfangen. Und ich habe dann nach dem Bachelor sicherheitshalber ein Master Pädagogik gemacht, weil ich mir dachte, ja, von heute auf morgen kann hier alles futsch sein und dann brauchst du irgendein Diplom, wo du unterrichten kannst. Und dann habe ich den Master Pädagogik gemacht, der hat nochmal 2 Jahre gedauert. Und als ich das dann abgeschlossen habe, dann bin ich weiter und habe einen Performance Master gemacht, in dem man quasi lernt, Schauspiel und Gesang in der Performance zusammenzubringen und das einfach übt. Das klingt jetzt nach einem langen Ausbildungsweg und auch nach einer Menge Arbeit. Was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen während der Ausbildung, aber dann auch im späteren Beruf des Opernsängers sind eigentlich am größten? Naja, die Herausforderung ist halt einfach im Opernbusiness, dass einfach die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Also es gibt zwar in Deutschland, glaube ich, sehr viel Arbeit. Also man kann in Deutschland relativ gut eine Arbeit finden. Aber trotzdem ist in jeder Schicht ist die Konkurrenz riesig, weil das halt so ein internationales Metier ist. Und die Herausforderung dabei ist einfach, dass man seine Stimme findet und seine Stimme pflegt und seine Stimme trainiert, als wäre es ein Muskel, als wäre man ein 100-Meter-Sprinter und dass man immer dranbleibt und ehrgeizig ist. Also man muss diesen Beruf lieben und man muss Feuer und Flamme sein, sonst klappt das eigentlich nicht. Und welche der Eigenschaften, die du jetzt auch schon aufgezählt hast, würdest du sagen, sind die Haupteigenschaften? Welche Kerneigenschaften muss ich als Opernsänger mitbringen? Also ich glaube, als Opernsänger, wie ich es jetzt so gelernt habe in den letzten paar Jahren an der Staatsoper, sind die Eigenschaften sehr ähnlich wie in anderen Berufswelten. Es kommt meistens auf das ganz Simple drauf an. Also sei pünktlich, sei vorbereitet, sei freundlich und mach deine Sache gut. Also das ist irgendwie, schon diese 4 einfachen Sachen können dich weit bringen. Und natürlich musst du natürlich schauen, dass du dich stimmlich entwickelst, dass du fest im Sattel sitzt und dass du einfach weißt, was du machst. Weil wenn du die Universität oder die Hochschule irgendwann mal verlässt, dann gilt's ernst. Und dann gibt's keinen Hochschulschutz mehr für dich. Der Ernst des Lebens geht einem einfach richtig los. Und da musst du einfach dich durchkämpfen. Und es ist keine leichte Sache, aber es macht trotz allem sehr viel Spaß. Hattest du in dieser Zeit, die ja dann auch nach der Universität sehr anspruchsvoll ist, da seinen Weg zu finden, dann auch wirklich die ersten Auftritte sicher zu haben, hattest du da spezielle Berater oder Manager, die dir dann gesagt haben, welcher Weg der richtige ist oder was gut zu dir passt? Ja, also ich hatte natürlich das Glück, dass ich einen Lehrer habe, der sich sehr gut auskennt mit der ganzen Situation und der hat mir natürlich auch gesagt, also ich habe in London dann studiert und dann hat er mir gesagt, du gehst nach München, du musst nach München gehen. Dort ist quasi das beste Young Artist Program
Und ich hatte dann auch den Leiter des Opernstudios in München kennengelernt. Und dann ging das halt so hin und her und ich habe die Leute kennengelernt und die haben mich dann eingeladen zum Vorsingen. Also Kontakte knüpfen, dieses Networking ist einfach auch sehr wichtig bei uns, weil die Leute sich oft dadurch an dich dann auch erinnern. Was natürlich ein ganz spannender Aspekt ist, ist dann der, was passiert eigentlich auf der Bühne, wenn ihr dann wirklich singt. Und was ich persönlich immer sehr interessant und auch erstaunlich finde, ist, dass ihr neben dem Singen ja auch noch schauspielert und das ja teilweise auch über Stunden und die Stimme trotzdem nicht an Klanggewalt verliert und auch ihr Kraft auch nach 3 Stunden noch auf der Bühne rüberbringt. Wie funktioniert sowas und wann lernt man das Schauspielern? Also lerne ich erst singen und dann schauspielern oder beides parallel oder wie funktioniert das? Also ich glaube, am Anfang ist, glaube ich, schon die Stimme zentral, um die Stimme einfach zu entwickeln, weil es ja so anders ist als Sprechen. Aber relativ schnell in den Studien kommt eigentlich beides zusammen. Und das eine ergibt sich aus dem anderen. Also wenn du eine Phrase singst, wo es um Liebe geht, dann muss natürlich der Körper auch irgendwie das übermitteln. Also die Schauspielerei entsteht quasi durch den Text und durch die Musik. Und eines spielt quasi ins andere hinein. Das kann man lernen. Gewisse Leute haben das Talent dafür und müssen eigentlich gar nicht richtig instruiert werden, weil die das einfach natürlich können. Aber es gibt natürlich viele Techniken, wo man das auch machen kann und viele Tricks und Tipps, die man dann bekommt. Das ist alles sehr wunderbar, was man dann auch an den Hochschulen lernt. Und irgendwann mal mit der Zeit wird es dann was Eigenständiges und jeder bekommt dann so sein eigenes Ding und dann sagt man, ach, das ist vielleicht der und der, der singt und schauspielert so und ach, das ist der Siljanov, bei dem muss man auf das schauen und so. Das ist ganz interessant. Also jeder auf der Bühne ist dann irgendwie auch wieder anders. Hast du dann auch spezielle Lieblingsrollen? Ja, natürlich habe ich. Ich hab Lieblingsrollen, die weit in der Zukunft liegen, die ich jetzt nicht singen würde. Ich habe Lieblingsrollen, die ich jetzt singen könnte. Also ich meine, da gibt es einen Don Giovanni natürlich, das ist so in meinem Bassbariton, in meinem Fach so die Paraderolle. Oder den Diener von Don Giovanni, den Leporello. Und dann in der Zukunft liegen halt so die deutschen Wagner-Rollen, so den Hans Sachs, den Meistersinger und was weiß ich. Also das ist auch schön, dass man quasi weiß, was man in der Zukunft gerne machen würde. Ja, da bleibt man am Ball. Das heißt, die Ziele schon klar gesteckt. Wie schaffst du es denn dann immer wieder auch in diese neuen Rollen die hineinzuversetzen und die dann auch zu fühlen? Und ist man dann auch ein Stück weit irgendwann mal Don Giovanni oder bleibt die Rolle auf der Bühne und wenn du abends nach Hause gehst, dann bist du der Milan und hast mit dem Don Giovanni gar nicht mehr viel zu tun? Das ist eine interessante Frage, weil wir die andauernd auch in der Hochschule immer diskutiert haben. Ich bin der Meinung, dass man Leben und Bühne trennen kann. Und dann gibt es Leute, die sagen, nein, man muss quasi so Method-Acting-artig immer voll drin sein. Und ich bin der Meinung, man kann das trennen. Aber naja, man bereitet sich halt vor, indem man liest. Also man liest den Text und liest die Aussagen. Und dann, also es beginnt mit der Oper selber und dann liest du halt drumherum. Also in welcher Zeit war das? Was sind die geschichtlichen Ereignisse, die zu dieser Zeit wichtig waren? Und dann bildet man sich quasi immer mehr so eine Persönlichkeit. Das ist eigentlich ein super spannender Prozess, weil man einfach so viel lernt und sich vertiefen kann in eine Rolle. Und weil auf der Bühne dann ist das läuft ja dann nicht mit, das ist dann einfach quasi in dir drin. Aber es macht einen Unterschied, ob jemand sich wirklich mit einer Rolle befasst hat oder nicht. Also das sieht und hört man. Und wenn jetzt jemand wie du schon länger dabei ist, quasi routinierter Opernsänger ist man da eigentlich noch nervös? Hast du Lampenfieber? Wie gehst du mit deiner Nervosität um oder spielt das gar keine Rolle mehr? Ich habe sehr selten Lampenfieber. Ich habe anfangs erwähnt, dass ich mit Klavier angefangen habe. Und das war für mich, ich weiß eigentlich bis heute nicht, warum ich dieses Instrument gewählt habe. Weil ich war immer brutal nervös, wenn ich vorspielen musste. Also meine Finger waren immer voll Schweiß und ich bin immer ausgerutscht an den schwarzen Tasten und es war immer eine Horrorshow. Also ich bin 10 Tode gestorben. Ja. Und dann, als ich auf Gesang gewechselt habe, hatte ich plötzlich das Problem nicht mehr. Und ich habe mir wirklich immer Gedanken gemacht darum, warum ist das so? Und ich glaube bis heute, dass es mit dem Atem was zu tun hat. Also weil ich gleichzeitig singe und performe, merke ich die Nervosität nicht, weil der Atem so involviert ist.
Natürlich, wenn ich weiß, oh, jetzt kommt jemand vorbei und sagt mir, heute Abend sitzt die und der drin und die wollen dich und dich hören. Dann natürlich steigt da der Puls und da muss man natürlich wieder versuchen, runterzukommen und einfach dran denken, was man kann. Apropos Nervosität, gab es schon mal eine ganz skurrile Situation oder vielleicht auch mal einen Patzer, den du erfolgreich oder weniger erfolgreich überspielt hast oder lief bisher alles glatt? Nee, bei weitem nicht. Also es gab viele Patzer. Also es gab einen lustigen Patzer, den ich mal, ich bin kurzfristig eingesprungen in Salzburg und dann ich habe die anderen Sänger nicht kennengelernt und das war am gleichen Abend und dann bin ich auf die Bühne und meine Rolle musste eine Dame ansprechen. Das Problem war, es waren auf der Bühne dann plötzlich zwei Damen, die das genau gleiche Kleid anhatten. Und ich wurde halt vorher nicht instruiert und ich habe die falsche Dame angesprochen, was das Publikum natürlich sofort gemerkt hat. Und das machte für die natürlich keinen Sinn. Und ich habe dann das natürlich versucht zu überspielen und so. Aber das war jetzt nicht peinlich, das war einfach lustig und skurril, genau. Jetzt kommen wir zur Abschlussfrage und zwar interessiert natürlich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, wie werde ich Opernsänger? Also welchen Tipp kannst du denn denen geben, die sagen, mich interessiert Gesang, ich finde die Staatsoper super, ich möchte mal in München singen. Gibt es da so vielleicht die Top 3 an Themen oder Hinweisen, die du unserem jungen Publikum geben kannst? Ja, also erstens mal würde ich mir das Wichtigste, glaube ich, für einen jungen Sänger ist, einen guten Lehrer und eine gute Lehrerin finden. Das ist das Wichtigste. Und natürlich kann man dann, ich meine, die Hochschule München ist ja eine weltrenommierte Hochschule, da findet man die Leute, da kann man die Leute ansprechen, anschreiben, telefonieren und sagen, grüß Gott, Herr Professor so und so, ich möchte mal gerne vorbeikommen und vorsingen. Und dann geht das natürlich, das ist kein Problem. Und dann, wenn man dann sieht, dass man das Talent dafür hat, dann sollte man das studieren. Und wenn man die Leidenschaft dazu hat, dann sollte man nach dem Abschluss dringend versuchen, in irgendein Opernstudio zu kommen. Und wenn man in München studiert, warum dann nicht eben gleich an die Bayerische Staatsoper um die Ecke? Das wäre doch wunderbar. Lieber Milan, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und das Interview. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja, und wer jetzt einmal die Staatsoper hier in München und Opernsänger live in Action erleben möchte, dem sei sehr das Septemberfest der Staatsoper hier vom 18. bis zum 26. September in München empfohlen. Ihr könnt dort Oper zu vergünstigten Preisen erleben und mit Opernsängern ins Gespräch kommen. Viele weitere Informationen dazu findet ihr auch auf der Homepage der Staatsoper München.